Hallo meine werten Zuschauer, mein Name ist Round, ich begrüße euch zu meinem Let's Play mit dem Game 7 Days to Die. Diesmal mit dabei ist der Lars von Let's Survival. Hallöchen, guten Tag. Dann der Ammon. Seid gegrüßt, Leute. Und zu guter Letzt der OneShox. Hallo. Ja, ich bin ja hier jetzt letzte Folge hier bei dieser Bande hier beigetreten. Die haben mich da auf zum Hochhaus mit meinem Kumpel gefunden. Und der Kumpel hat leider nicht überlebt, aber wir sind jetzt so weit gekommen und kommen hoffentlich noch weiter. Was ist denn eigentlich unser Du bist Ziel aber sehr hier? traurig über den Tod deines Kumpels. Ja, der war teilweise ein bisschen nervig, deswegen ist das Der hat zu viel gefressen. Der hat auch letzter Zeit immer so an deinem Bein geschnüffelt, ne? Ja, aber kurz davor. Also, das war schon. Hat er immer so viel gefressen und deswegen hat er wohl auch jetzt nicht so viel essen. Ja, vielleicht sollte man noch sagen, dass wir eigentlich auf dem Weg zurück sind. Ja, wir sind auf dem Weg zurück. Habt ihr eigentlich Alkohol oder ein Bier oder so? Ich hab Bier. Also, ich hab drei Bier. Ich muss vor allem mal was essen. Nage schon ziemlich am Hast du ein Hunger. Bier, Eimann? Ja, das habe ich wohl. Gut, dann einmal alle eins rein und dann können wir weiter. Ich hätte gerne noch von irgendjemandem was zu essen, wenn jemand was übrig hat. Ja, hier. Ich hab. Okay. Ein Chili. Dann oh, lecker. Also, ich hab Sham. Ich hab auch nicht viel mehr. Früher macht das irgendwie 15 Fullness, mittlerweile sind es aber nur noch 7, ne? Die haben das alles naja. Ziemlich krass nach unten runter geregelt. Links ist noch ein Haus. Oben in den Hügeln. Das ist Scheune. Das ist Scheune, lass die mal. Oh wei, die lassen wir lieber, ja. Das sind Hundis. Ja, wollen wir mal ein bisschen Hunde-Action machen hier? Wir werden noch genug Hunde-Action haben, glaube ich. Ja. Schlafende 15, Hunde, ne? Sollen wir nicht wecken. Oder wie war das? Ja. Ich und Shox haben gestern auf dem Public-Server von uns die Tag 14 Horde gehabt und wir haben die im Dorf am helllichten Tag gemacht, weil die am helllichten Tag da war. Da waren drei Pervel-Zombies schon dabei und sehr, sehr viele Kräuter. Ja, oh ja. Kann mir vielleicht jemand von euch einen besseren Bogen als Ja, Traum machen wir dann, wenn wir zurück sind. Na. Lass uns erstmal zurückkommen irgendwie. Das Kaninchen lasse ich am Leben. Ist ja auch keine Herausforderung. Oh, 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 oh. Ich glaube, der Weg ist nicht so gut. Da geht's so zu 00 statt. Oder zu einer zerstörten Stadt. Das ist nicht die 00 Stadt, das ist eine zerstörte Stadt. Links Jolo. Ist ein Dicker von dir. Wir sollten nach Osten gehen, Leute. Wir wissen zumindest, wo sie ist. Okay. Da kann man ja später hingehen. Weil wir sind ja voll. Was wollen wir da jetzt in der Stadt? Ne? Ist recht. Also ab nach Osten. Nee, nach Westen, Entschuldigung. Ah, siehst du, wusste ich's doch. Frag doch! Was machst du denn? So. Voll daneben! Verdammt! Nee. Also, die zerstörte Städte wollen wir nicht hin, oder? Nein, nee, muss nicht sein. Jetzt jedenfalls nicht. Ich habe auch keine Munition mehr, also von daher. Hier liegt ein Rucksack. Hallo? Mein Bogen buggt. Da ist ein grünes Oberteil drin, Bro, wenn du Lust hast. Achso, mein Bogen ist kaputt, das ist das Problem. Wo seid ihr? Mit dem Mädel dich prügeln, dass der Rucksack jetzt besetzt hält. Komm, wir haben Bier eingeladen. Wir lassen uns einfach erstmal weitergehen. Wir können doch eh wieder zurück. Dann hat das doch auch. Wir haben jetzt ein Bier eingeworfen, beziehungsweise Alkohol. Da sollten wir uns nicht so lange aufhalten. Also, ich habe noch kein Bier eingeworfen. Dann soll ich das mal machen. Mach ich. Wellness habt ihr eigentlich alle? Schmeckt wie alkoholfrei. Wellness habe ich 115. Ah, okay. Für Tag, Dinge, von denen ihr da so redet. Von Tag 11 ist das, ne? Also Wohlbefinden, es tut mir leid. Ich hab 116. Nein, das meine ich nicht, aber was das für Werte sind. Ja, das ist so, ich bin voll. Ich bin satt. Achso. Ab 100 geht, ne?
Ja, solange es über 100 ist, ist immer alles gut, finde ich. Ja. Wobei, wenn es 200 ist, hat man halt wirklich gute Ausdauer, ne? Das muss zwar vollgefressen wie Sau, aber man kann dann auch schneller und länger rennen. 200. Da ist die Leiste dann auch ganz hoch, so wie die Wasseranzeige. So. Ein paar Blümchen pflücken. Laufen wir jetzt eigentlich irgendwie random irgendwo hin oder haben wir ein Ziel gerade? Wir haben gerade so ein bisschen so Nachläufer. Wir haben ein Ziel, unsere Basis. Ja. Okay. Wir haben eine Basis. Cool. Wir haben eine Basis. Da werden wir dann erstmal für dich einen Rucksack organisieren müssen. Schlafsack. Ola. Meine ich ja. Ein Hohlerbaum erinnert... in der Prärie, ist aber nichts drin. Das erinnert mich gerade an diese Szene von Walking Dead, wo die in der Gruppe da alle fast am Verhungern waren und auf einmal kommt dieser Typ da aus irgendeiner Ecke rausgekrochen und meint so, wir wollen euch in unsere Gruppe aufnehmen. Wisst ihr, das ist am Ende der Staffel 5 gewesen. Mhm. Wo sie in dieser Scheune unterkommen, in diesem Stall, ja, ne? Ja, genau, jetzt fühle ich mich auch so. Ihr habt mich da aufgesammelt und jetzt bringt er mich zu eurem Haus und wollte mich da irgendwie integrieren. Ja, ja, wir sind aber freundlicher als die in der Walking Dead. Statt. Ja, die waren aber eigentlich auch freundlich, oder? Ja, die ja. sind zwar freundlich, aber da sind einfach zu freundlich. das war das Problem. Das war doch dieses schwule Pärchen, das den Kontakt aufgenommen hatte, genau. Und das einen merkwürdigen Eindruck machte auf unsere Helden. Aber ja, zum Glück. Wir Schwulen sind halt sozial. Warte. Ja. Da lang. Ich habe mir eine Markierung gesetzt. Ja, ich laufe einfach dahin, wo meine Heimat ist. Ich riech das von hier aus. Ja, ich habe kein Bett dort. Schwierig. Ja, ich habe ja schon mal erzählt, wenn ich sterbe, dann kann ich den Weg zu uns dann wieder looten gehen, weißt du? Ah, verstehe. Aber dann kannst du dich ja gleich hier umbringen lassen, dann wird's auch spannend. Ist aber alles weg. Ja, das passt jetzt zum Thema. Ich bin, glaube ich, auch weg. Warum? Irgendwas wollte ich doch sagen, aber ich habe vergessen, was. Ja, okay, wir sind in der Heimat angekommen. Die Nester sind alle leer. Ich bin in ein dunkles Loch gefallen. Ja. Das ist eure Heimat? Cool. Ermon ist Ermon left Loch the game. Gefallen. Okay. Why is Ermon left the game? Ja, der ist kurz bewusstlos geworden in der Wüste, kein Wasser also. Und so. Ich muss gerade mal meine... Hä, wo ist denn euer Zuhause? Habt ihr euch ein Zelt aufgerüstet oder wie? Nee, nee. Das ist schon nicht schlecht. Nicht fertig, aber nicht schlecht. Ich merke gerade, ich lade eine Folge gerade hoch auf YouTube. Ah, deswegen hast du so manchmal... Ja, das kann sogar gut sein, dass es deswegen ist. Mhm. Aber zurzeit ist die Verbindung recht gut. Also ja, ja, beim Testen, das war ja echt, da dachte ich mir so, hallo, was ist da los? Und jetzt bin ich recht zufrieden. Also es sind keine Aussetzer und nix. Vielleicht überhöre ich die auch einfach nur wegen dem Ingame-Sound, aber... Das könnte natürlich sein, aber ich denke eher, dass deine Leitung vor uns ein bisschen geschwankt ist, als deine Upload-Sache daran gefangen hat. Kann ja sein, ne? Ja. Einfach mal machen. Ich sehe da schon so ein komisches Waldgewusel da. Kann sein, dass es euers ist. Boah. Ah, okay. Da ist unser Heim. Ich muss erstmal hier aus dem Loch wieder rausklettern. Ihr kriegt alle Level ab und was mit mir? Ich bin immer noch Level 3. Das ist auf jeden Fall ein Maisland. Was habt ihr denn hier gebaut? Übrigens, die Ernte ist fertig, ne? Wir können jetzt Bärenfleischsuppe machen. So. Eintopf. Also, können wir auch einfach grillen? Nee. Nein! Nicht schon wieder. Wir haben ja schon 6 Eintopf. Dieses komische Gestell habe ich auch in der Folge von euch gesehen. Ja, okay. Was das werden soll, weiß ich auch noch nicht, aber ich lasse mich überraschen. Ja, wird das.
So, was klaue ich mir denn jetzt hier? Oh, eine Armor Blade. Ah, ihr habt ja leider nur ein Antibiotikum. Nein, ich habe nur eins einstecken. Wir können auch welches bauen, weil wir haben ja in der Nähe fünf Höhlen. Also. Als erstes baue ich mir hier mal so einen Schlafsack, denn das wäre eine recht gute Idee, finde ich. Wenn ich jetzt 5 Stoff mehr hätte, wäre das noch besser. Hier in der Medizinkiste. Medizin? Ah, nice. Gut. Na, jetzt habe ich wieder 7. Das weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie mache ich hier noch gar nicht so viel Chaos. Ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben. Ich bin aus der Höhle wieder raus, aber... Ach so, das klang so, als ob du gerade schon gekackt hättest. Nein. Das würde ich auch gerne, aber... zu viel Information, mein Lieber. Erstmal nach Hause. Naja, all die Jungs, die auch hier auf euch aufmerksam gemacht haben, die warten jetzt auf mich. So, ich mach mal Eisenpfeile wieder, ja, 300 Stück. Jo, bitte. Jo, bitte. Und ein lila Bogen, bitte. Oder Crossbow. Ja, den baue ich dir gleich, wenn meine Pfeile gebaut sind. Aber lila wird er nicht. Da kommt eine Horde. Oh nein, aus welcher Richtung? Süden. Ah, das ist okay. Wenn ich Glück habe, bin ich vor ihnen bei euch. Ah, verflucht, die kleinen Kakteen. Hier so die Wüste. Ich kann mit dem Bogen eigentlich voll nicht umgehen. Das ist einfach eine Gewöhnungssache. Kann ich diese Krankheit vor uns legen? Na, die wollte ich haben! Hier ist nochmal ein kleines Zeltlager, aber das hat. Ich wollte dir doch nur helfen. Ja, ich brauche mal Level Up. Egal, mach mal. Ich suche nach Essen. Gibt's irgendwo ein Bärstue? Das wäre voll. Ja, in der Essenskiste irgendwo. Ich brauche hier irgendwo meine Wellness. Aber das Brot ist eigentlich auch ziemlich viel, habe ich gemerkt. Hier ist ein Bär. Ja, das Brot ist gut. Einfach mal eat. Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Du bist zu Hause. Ja, fast. Achso, da. Noch ein Zombie mit Rucksack. Abschießen. Links von mir ist ein Bär, also sozusagen in südlicher Richtung. Okay. Mit etwas Glück kümmert der sich um die Horde. Also wir können dann auf jeden Fall in der nächsten, am nächsten Tag, Tag 12. Ah, so, der ist einfach im Berg runtergefallen. Ja, hab ich gerade, ich hab wollte gerade auch so drauf zielen und flupp, einfach runtergebackt. Ja. Echt, wie glücklich man sein kann über das Dach eines Supermarkts, echt. Medizinmenschen. Wir müssen hier unten den Store noch ein bisschen absichern, da fehlen noch ein paar Woodframes, habe ich gesehen. Zum Durchgucken. So. Und dann wo macht ihr das Schimmelbrot rein? Das verschimmelt in die Ärztekiste. Außer dieses grüne Sandwich kannst du wegwerfen. Sandwich habt ihr auch in der Xbox, so wozu habt ihr das da drin? 10 Stück. Weil man es essen kann. Warum sonst? Ja, aber es ist so toll. Schmeckt das? Im Notfall halt. Puh. Okay, so. Blut kann da rein, dann kann ein bisschen Waffenzeugs, das kann da oben rein. Schöne. Schalala. So. Bundler brauche ich gar nicht. Das ist... Ein paar Klamotten sind meine hier. Wo war das Ding? Ach, habt ihr irgendwo eine Müllkiste? Nee. Also einfach sortieren. Ansonsten baue ich mir eine Müllkiste. Nee, ja, das sortieren. Ist Zeugs, was ich gar nicht brauche. Wenn du was nicht brauchst, okay. Dann hier in diese Kiste. So. Ach nö. Ja, wieder rein. Nee, wieder rein. Ich hab das Gefühl, ich bin immer noch in dem Erdloch drin. Ja, Mann, ich hab das Gefühl, du bist immer in dieser Kiste drin, wo ich rein will. Wir können dich ja gleich mal herholen. Nee. Das Loch habe ich sozusagen scheinbar mit mir gebracht. Ach so. schon wieder rausgeflogen. So. Hä? Vasquez? Das ist eure Schrottkiste? Mhm.
tun wir dann an. Aber wo habt ihr ein Headlight hier schon irgendwo gesammelt? Was? Wie? Headlight? Wo die Minibike-Teile drin sind? Das ist hier auf der Lüftungsanlage da drauf. Da wollte ich gerade eigentlich noch was reintun. Ja, ich auch. Und da hat's mich dann Schrott. Nee, wir haben keine Schrottkisten. Die kleine hölzerne, die so waagerecht an denen angebracht ist, das ist eine für Materialien aller unterschiedlicher Art. Aha. Breath? Scrap. Ah, das kann ich das scrappen hier. Das kommt da rein und kommt da rein und dann gehe ich da drauf und dann macht's richtig Boom. Ah, jetzt hab ich's. Genau. Da. Play. Scrap. Ja, ich sehe, ich muss hier so ein bisschen Ordnung bei euch reinbringen. Ja, ja. Ja, das ist immer schön zu sehen, wie du deine Ordnung hältst, ja. Vor allem Schocks und ich sind uns einig, dass es nicht unbedingt nötig ist von, weiß ich nicht, wie viele Plätze hat man da? 48 Plätzen, davon 45 belegt zu haben, wenn man zum Looten geht. Also ja. Ja, was wohl eine gelbes Hunting Rifle Bolt. Braucht das hier wer? Ne, haben wir schon. 257, wie hoch sind deine? Meine ist. Okay, 205. Ja, dann kannst du scrap. Qualität. Sowieso allgemein, das was doppelt ist und dreifach ist, das könnt ihr alles scrappen hier. Und die niedrigen Qualitäten kannst du direkt wegwerfen. Na, ich will in die Waffenkiste. Ja, die ist gleich frei. Moment. Das müssten die eigentlich auch noch einfügen, dass man so das mehrere. Ja, das war in Alpha 1 so. Das haben sie geändert. Weil es Probleme gab. Echt? Ja. Frei? Hm. Das wäre dann voll cool, wenn man dann so die Mauszeiger von den anderen so sehen würde, wie die das rumschieben. Ja, das würde mir gefallen. Das würde dir. Das wäre gefallen. So ein Punkt, wo Ermann mich mal gefragt hat, was würdest du dir noch wünschen in Zukunft? Das ist jetzt noch so ein Punkt. Okay. So. Dass man problemlos den Inhalt von Kisten erkennen kann, von außen, oder wie? Nee, wenn zum Beispiel jetzt ich in einer Kiste bin. Und ich sag mal jetzt, One-Shocks möchte auch rein, da kann er rein, aber er kann sehen, wie ich dann die ganzen Sachen da verschiebe. Und kann auch direkt sagen, Finger weg. Genau das meinte ich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Zuschauer wissen, glaube ich, auch. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ja, schreibt mir das in den Kommentare hier. Das gehört da nicht hin. Ja, ihr könnt natürlich die Abenteuer von Roe mit uns, könnt ihr natürlich auch auf Roes Kanal sehen. Hermann ist bei mir unsichtbar, ich sehe nur einen Bogen. Ja, falls die Aufnahme vom Sound hier und alles gut wird. Wenn es Schrott wird, dann lade ich trotzdem hoch, also. Kann man. Ja. Man steckt ja nicht immer drin. Ja, also bei mir hat es so jetzt nicht mehr geklappt. Ich baue jetzt meine eigene Müllkiste hier in der Ecke, so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder abkacke, aber. Dann lass es doch erstmal mit den Aufnahmen, vielleicht kackst du da nicht ab. Ja. Holz, muss Holz bei euch. Ah, das Holz. Ach, ich hab den das Gefühl, ich sollte doch lieber Solo machen. Erstmal vielleicht zum Einüben und zu gucken, wie es läuft. Sag dich ja. Ich habe übrigens einen Steel Arrowhead, falls du einen Abdruck nehmen willst. Oder haben wir haben auf jeden Fall schon Steel Arrow einmal drin. Sowas brauche ich nicht. Aber den Abdruck doch klar kann ich den machen ohne den Buch. Gute Frage, ne? Nee, Steel musst du glaube ich gelernt haben, sonst geht's nicht. Weiß nicht, ob ich's hab. Muss ich mal gucken. Das Duct Tape kommt übrigens auch mit in die Kiste für die Minibike-Teile. Okay. So, das brauche ich noch, das brauche ich. Die Pickaxe und Fireaxe behalte ich, das wäre nämlich gut. Müllkiste, egal. So einen Schrott esse ich nicht. Obwohl, Essenskiste, das kann ich einfach in der Essenskiste rein. Ja, wo ist eure Essenskiste? Ich nehme eine Mumme und welche nehme ich raus? Die? Ja, das ist die Essenskiste Tränke. Ist hier ist die obere hier. Da ist nichts drin, da kannst du rein tun. Einfach alles reinschmeißen, hier einfach, da, bitteschön. Die fertigen Sachen kommen da oben rein. So, da. Bis wir dann unsere Küche drüben fertig haben.
Yes. Die fertigen Sachen kommt da oben, oder nicht die unfertigen? Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, was hier wo drin ist. Mhm, ich auch. Ich muss erstmal klarkommen, was überhaupt wo drin ist. Ja, das ist ja normal. Ja. Habt ihr Iron. Wie heißen die Dinger? Iron Arrowheads? Ja, die habe ich schon gebaut und das sind 2x125 in der Kiste von der Munition. Ach, ihr habt die ganzen Pfeile schon. Ah, okay, dann nehme ich direkt welche mit. Komm, ich mach's mal so. Einfach mal machen. Fuck. Ja, Level 4. Jawohl. Stimmt, so kann man ja auch ein Level aufsteigen. Einfach dumm irgendwelche Sachen craften. So, wo? Wie war das, was wo war unser Ermolz? Vielleicht im Forge. Wir müssen eh ein Lagerhaus bauen, also naja. Komm, nochmal 10 Stück. Wie diese Stille diesen Raum erhellen lässt. Ich laufe einfach mal auf diesen Klimaanlagen lang. Lalala. Wie gönn die Schlafsäcke hier? Geht mal so ein bisschen drauf rum, damit ihr schön Staub beim Schlafen. Dreck. Habt ihr hier auch so ein cooles Heuding gebaut? Nö, ne? Was haben wir gebaut? Nee. Nee, noch nicht. Also so ein Heulandeplatz. Aber ich sehe da so ein zerstörtes Auto, da kann man auch drauf springen. Die in den Filmen, die können das immer so gut überleben, deswegen. Ja, wir hier nicht. Könnt ihr mal ausprobieren. So, ich baue die mal hoch. Ja! Bogen. Ich glaube, ich baue 2 Bögen, so, weil deine wird besser als meine. Bogen. Ja, das ist auch gut. Bogen. 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 Nee, 196. Wo haben wir denn nochmal die. Wo haben wir denn nochmal die. Patronenhülsen untergebracht? Munition. Munitionskiste. Wie schaut es eigentlich aus? Kann schon jemand Leder zerkleinern? Ja. Leder, ich könnte auch schon eine Crossbow. Hier steht so viel Mais. Weil Crossbow fände ich cooler eigentlich. Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Aber das ist halt das Problem, ist halt das wegen der Munition. Weil 3 nehmen Bogen im Moment und dann einer ein Crossbow, weißt du. Also das meinst du? Ja, so, ihr macht ja mal so für alle so zusammen und ja, genau. Das ist ja das. Da muss ich mal aufpassen, dass ich jetzt auch die Munition herstelle, wenn ich jetzt einen Crossbow bauen sollte. Ah, vielleicht stelle ich ja irgendwann mal meine eigene Munition. Nee, ich kann es gar nicht. Kann jemand Leder herstellen? Leder? Ich hatte es gedacht, aber ich kann es nicht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, das war das Problem letzte Mal, ne? Dass wir auch das. Ja, ich kann es auch nicht. Okay. Nein, kann man nicht. Okay, dann ist meine Frage erstmal beantwortet und ich bin befriedigt. Sind wir nicht eigentlich soweit? Ja, wir sind auf jeden Fall soweit, die Aufnahme zu beenden. Ich dachte, wir sind bereit für eine Nachtwanderung. Hast du den Bogen bekommen? Okay. Ich habe ihn bekommen, ja. Alles ist gelb, alles ist im gelben, grünen. Ah, noch nicht im grünen Bereich, aber es ist auf jeden Fall. Dann baue ich erstmal noch ein paar Pfeile. Nimm dir mal auf jeden Fall noch ein paar Schmerztabletten aus der Kiste hier. Schmerzis? Ja, warte, ich muss nur ganz kurz. Nee, das ist die falsche. Okay, jetzt ganz. Na. Ach ja, die Werkzeuge kommen in die linke Essenskiste hier, unter dem Lagerfeuer. Und bitte wieder die Werkzeuge reintun. Ich tue nämlich die lila Ex gerade wieder rein. Die lila Fire Ex. Ja, Fire Ex? Sowas habt ihr gefunden? Ja, und bitte auch wieder reinlegen. Falls nämlich du nicht da sein solltest, aus irgendwelchen Gründen, dann ist sie nämlich sonst in deinem Inventar nicht bei uns. Ja, das ergibt Sinn. Aber.
Noch brauche ich keine lila Pickaxe, die Orange reicht mir glaube ich erstmal noch. Ja, ist kein Problem. Wenn du mal, also wenn du jetzt Bäume fällen gehst und du den Aufgabenbereich hast, Bäume fällen, dann kannst du natürlich die mitnehmen und bringst halt wieder. Wenn du aber stirbst, ist die weg. Oh, das ist ziemlich blöd. Hm. So, dann sollten wir mal ein bisschen Wasser vielleicht noch organisieren. Ach nee, haben wir genug. Irgendwas wollte ich doch noch mitnehmen. Ja, genau. Einen Ofen können wir jetzt eh nicht mehr anstellen, leider. Sollten wir zumindest nicht, ne. Aber ich baue noch 360 Eisenpfeile. Wir müssten mal hier das Grundgerüst hier mal upgraden, damit wir hier unsere Küche und so reinbauen können. Das wäre noch so eine Aufgabe für die Nacht, würde ich sagen. Ne? Und jo, wo macht ihr den Abschluss? Was? Ich mach den Abschluss. Oh, ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle endet diese Folge und solange. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte sagen, solange ihr hier nachts dieses Zeug hier fertig macht, wo ich jetzt gerade drauf gucke, unterhalte ich die Zuschauer mit der Nachtwanderung. Oder ich aber nicht alles einsammeln, ne? Weil nein. Eigentlich brauchen wir das jetzt nicht alles. Na, ich würde sagen, wie es weitergeht, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.